Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Ein Tag verspätet, ich wollte es eigentlich gestern schon hochladen, aber mir kam leider die Arbeit dazwischen. Es geht um die aktuelle Fusion. Ich hoffe, dass das Video trotzdem interessant für euch ist, denn es geht darum, was bei der Fusion ist, wie ist der Fusionschamp, für wen lohnt der Champ sich und auch, was kann man mit ihm machen. Gehen wir erstmal allgemein über dieses ganze Thema Fusionen drüber. Diese Fusion ist eine Standardfusion. Ihr müsst wieder 16 Mal einen Rare, das ist in dem Fall Ryskam, hochfarmen auf Level 40. Ihr müsst ihn aufsteigen lassen auf 4 Sterne und dann könnt ihr jeweils 4 benutzen, um entweder Shemma, Endalia, dann haben wir einmal Morak und einmal den Drumbor zu bekommen. Es ist so, ihr könnt hier, glaube ich, jeden mehrmals bekommen. Ja, wenn ihr zweimal zum Beispiel diesen Champion fusionieren wollt, könnt ihr das machen, wenn ihr diesen Leggy nicht wollt. Und am Ende bekommen wir natürlich Gnishak. Dazu habe ich schon 2 Videos sind jetzt schon draußen, wo wir ihn vorgestellt haben. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was zeigen, für wen er sich lohnt. Ist die Fusion denn schwerer? Weil Weihnachten ist sie gut. Wenn wir uns den Plan anschauen, den Fusionskalender, dann sieht man, dass schon ein paar Sachen schwerer sind und zwar massiv. Und zwar ist es so, dass das erste Dungeon Diver Event, zum Beispiel Dungeon Diver 1, nur vom Eisgolem gemacht werden kann. Und das heißt, dass der Finite zum Beispiel komplett ohne Dungeon Diver läuft. Also das Dungeon Diver fängt, das nächste fängt an, genau wo der Finite endet. Das heißt, beim nächsten Dungeon Diver haben wir dann Spider und beim letzten haben wir dann den Dragon Dungeon. Das heißt, man überläuft hier nichts mehr. Naja, also jedes läuft für sich allein und der Finite hat zum Beispiel gar keinen Dungeon Diver mit. Das heißt, er farmt im Prinzip Dungeon, die jetzt vielleicht fürs Late Game nicht mehr so relevant sind. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter, weil man einfach ein bisschen mehr Energie braucht. Das heißt, man sollte bei den Events natürlich genau, wenn dann Energiepunkt genau farmen, ansonsten nicht mehr, da man die wirklich einteilen muss. Es ist so, wir bekommen hier unten aus dem Summon Wash. Ein Summon Wash ist ein Event, wo ihr die Anzahl der Splitter entscheidend ist für das, was ihr bekommt. Dadurch, dass, wenn ihr zum Beispiel einen Void öffnet, bekommt ihr 120 Punkte, beim blauen Shard bekommt ihr 20 und beim Sacred Shard, also den gelben, bekommt ihr 500 Punkte. Und je nachdem, bei einer bestimmten Punktzahl bekommt ihr dann halt Schema direkt. Wer jetzt Splitter hat, für den ist es natürlich leichter, weil er sich dann natürlich einiges sparen kann. Das heißt, er kann sich den Eisgolem sparen, er kann sich das Dungeon Diver Event sparen und er kann sich das Fact Enhancement zum Beispiel das erste sparen. Man sieht aber auch, danach gibt es kein Episch mehr. Die Epischen sind alles nicht Void Leggies, das heißt, sie sind, wenn dann nur aus den blauen Splittern zu bekommen. Und die Chance, dass man so einen epischen bekommt, ist relativ hoch. Wir werden die Champions aber noch testen. Also ich werde die Champions noch einzeln durchtesten und wenn ein guter dabei ist, wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Und eine Zusammenfassung eventuell geben wir dann auch nochmal. Ansonsten seht ihr, müsst ihr wirklich jedes Event mitmachen, um am Ende diesen Fusionschamp zu bekommen. Laufen tut das Ganze von heute an, dem 15. Dezember, bis genau 31. Dezember. Also 2 Wochen. Sieht man auch nochmal, wenn wir in-game schauen, dann hier oben immer an der einzelnen Zeit da oben, 2 Wochen und 2 Tage. So, was kann dieser Champ? Um das zu zeigen, beziehungsweise ob er gut ist, werde ich schnell auf den Test-Server switchen, damit ich euch dort das zeigen kann, was dieser Champion kann und wofür man ihn spielt. Generell war auf dem ersten Blick natürlich Bomben. Bomben sind immer so ein Flash für alle eingefleischten Raid-Spieler, die schon länger spielen, da Bomben in der Vergangenheit immer schlecht waren. Punkt. Immer schlechter als andere Debuffs. Man kann sie blocken, etc. Durch Stoneskin gehen sie durch, okay, aber es spielen wenige tatsächlich Bomben im Endgame. Ab und zu sieht man es, es ist aber nicht gang und gäbe. Vor allen Dingen ist es nicht gut für PvE-Content und das war immer sehr schade. Und daraufhin bin ich natürlich auch mit dieser Einstellung, das habe ich dann selber falsch gemacht, bin mit dieser Einstellung an diesen Champion ran und dann im Laufe der Tests, die dann ein bisschen länger gedauert haben, weil dann doch ein bisschen mehr getestet werden wollte von mir, wurde dieser Champ dann immer besser. Und es war dann überrascht, oder es war für mich überraschend, wie gut dieser Champion tatsächlich performt, vor allem in unterschiedlichen Bereichen. Und das werde ich euch gleich zeigen. Geht erstmal nochmal über den drüber. Wie gesagt, er hat gute Angriffsstats und einen guten Speed. Und sein Kit basiert halt, er legt Bomben auf den Gegner, kriegt eine Zusatzrunde und kann auch ein anderes Verhindern hinterherlegen. Und immer wenn eine Bombe explodiert, bekommt der Gegner dafür 2 Gift-Debuffs oder die Bombe abläuft oder die ausgelöst wird. Ist egal wie, auf jeden Fall seine Bomben, die er applied hat auf den Gegnern, bekommen dann einen 2 Poison-Debuff. Das kann sich ganz schön läppern. Dazu kommt noch, dass er die Poison-Debuffs verlängern kann und
Dazu kommt, dass durch die Zusatzrunden, die er generiert, er sehr gut zum Beispiel mit Regeneration Set laufen kann und dadurch sich dann nicht heilen kann. Das heißt, dieses Showcase, dieses kurze, ein Guide gibt es dann nochmal getrennt voneinander. Dieses Showcase möchte ich euch kurz zeigen. Ich habe dann nach vielen Tests hin und her, er kann das solo, den Dungeon, und er kann das mit Gruppen. Ich zeige euch jetzt schnell zwei Ones. Jetzt muss ich wohl schnell gucken, das mache ich noch hier drin. Ja, den habe ich noch hier drin. Machen wir den da mal raus. So, nehmen wir den gerade. Wie einfach das Kit, wie gut das performt, ja. Und die Starts, die man für den braucht durch die Zusatzrunde, sind nicht ganz so heavy, wie es den Anschein hat. Also da applied der Bomben, jetzt kriegt er eine Zusatzrunde und zack, alle Angriffsverringerung. Das heißt, alle kriegen weniger Schaden, somit auch er. Und ihr seht, er kriegt jedes Mal 7200 Heal jetzt durch sein Regeneration Set. So, die Gegner kriegen die Bomben, und dann wenn die Bomben ausgelöst werden, seht ihr mal, die kriegen die jeweils von zwei Bomben 4 Giftstacks. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Und jetzt kommt es dazu, jedes Mal, wenn er Zusatzrunde kriegt, kriegt er jedes Mal einen Heal. Und zack, 7000 Heal, nochmal Zusatzrunde, zack, wieder 7000 Heal. Und wenn er jetzt noch schneller wäre, über 250 Speed, dann würde er dreimal drankommen und jo, easy peasy. Er ist jetzt sehr langsam und ihr seht, die Gegner, zack, sterben durch diese Debuffs extrem schnell und safe weg. Ihr bekommt weniger Pressure durch einen Angriffsverringer. Das macht es wirklich leichter. Wenn mit einem Champion zu spielen, der keinen Angriffsverringer macht, ist es schwer, Solo irgendwo durchzuspielen. Da seht ihr jetzt hier Zusatzrunde, bupp, Angriffsverringer drauf. Funktioniert einfach nice. Das Ganze schafft er auch sehr einfach Solo und das auch relativ safe. Man muss dazu aber sagen, dadurch, dass die Bomben erst auslösen, dann diese Bomben Gift applyen und das Gift auch noch auslösen muss und er selber sie aber nicht auslösen kann, also das Gift zumindest nicht, ist sein Content, den er läuft, immer, wie soll ich denn sagen, dauert immer länger als eventuell mit anderen Champs. Das muss man ganz klar sagen. Er ist nicht der Schnellste, aber es ist wirklich safe. Wie gesagt, durch den Angriffsverringer in Verbindung mit den ganzen Sachen. Jetzt könnte man meinen, ja gut, aber was bringt mir das, wenn ich dann sowieso ein bisschen länger brauche? Jetzt muss man sich folgendes Szenario vorstellen. Wenn ihr an Gegnern seid, die Debuffs entfernen oder übertragen oder, also Hydra entfernt die Debuffs oder der Greif im Doom Tower entfernt eure Debuffs und schmeißt sie auf euch rüber, dann entfernt er zwar die Bomben von sich, bekommt dann aber für jede Bombe, die er entfernt, einen Giftstack. Das heißt, er hat dann instant, wenn es gut läuft, einfach mal die ganze Leiste voller Giftstacks. Ohne, dass ihr was machen musstet. Und jetzt sind wir beim Boss, und ihr seht jetzt gleich, jetzt können wir die Bomben auf der 1, kann er noch einen Triple-Hit, wo er dann drei Bomben, wenn es gut läuft, applyen kann, zack, hat der Boss 4 Giftstacks. Zack, nochmal Bomben. Das ganze Ding ist gleich voller Giftstacks da oben, wenn die alle explodiert sind. Und er verlängert die Giftstacks immer weiter, ja, und das führt dann dazu natürlich, dass der ganze Boss einfach so tierisch schnell voll bombt mit Giftstacks. Ihr seht da, zack, und zwar alle Giftstacks, auch die von Verbündeten werden verlängert. Und ihr seht da oben die Gift-Debuff-Leiste, ja, und damit ist der Boss, der tickt, seht ihr, das kriegt dann einfach 9x 86.000 Schaden. Man kann beim Boss das auch anders machen, dass man beim Boss den Angriffsverringer rausnimmt und die Bomben dann einfach explodieren lässt und nur mit der A1 angreift. Sodass dann genug Bomben applied werden und das schneller geht, ja. Dass man sich die Zusatzrunde im Prinzip mit dem Angriffsverringerer spart, wenn man das möchte oder nicht. Mit 200, also mit voller FPS-Zahl, ich muss es reduziert lassen wegen dem Video jetzt, aber wenn es mit voller FPS läuft, braucht das Team 2 Minuten 20, solo braucht er 2 Minuten 05 bis zu einer 1,52, 1,50 runter. Und das ist für einen, ich sag mal jetzt einen vollen Angriffsheld, schon ziemlich geil. Okay? Das funktioniert natürlich auch sehr gut bei zum Beispiel dem Team wie Bommeln. Das funktioniert im Prinzip in jedem Content, könnt ihr das machen. So, das sieht man jetzt aus. Ich habe drei Champs gebraucht. Jetzt mache ich das Ganze einfach nochmal an und lasse es normal. Achso, Quatsch, jetzt wollte ich die anderen Champs rausnehmen. Das weiß ich wieder. Und somit kann man ihn natürlich dann auch als Solo-Farmer benutzen. So, jetzt mache ich das Ganze mal ja. Im Prinzip Solo-Content, dann machen wir noch den Triple-Hit. Und jetzt seht ihr, der Bomben, zack, 4 Giftstacks. Nächster Bomben, zack, 4 Giftstacks. Er kriegt jetzt Schaden. Und normalerweise würde der Heal von einer Runde nicht reichen. Jetzt kriegt er aber Zusatzrunden. Zusatzrunde, bupp, Zusatzrunde. Oder er hat eine Zusatzrunde bekommen und schon sind seine Lebenspunkte einfach wieder voll. Er hat nicht viel. Es ist kein Held mit 27.000 Base-LP oder so. Er hat 17.000. Das heißt, man muss mit diesen Punkten ganz schön haushalten. Aber durch diese Zusatzrunden, wenn er schnell genug ist, kriegt er halt einfach unglaublich viel Heal. Und ihr seht ja, die Gegner, die droppen einfach extrem runter durch die ganzen Bomben und Gift-Debuffs, die sie drauf haben. Also das ist safe, muss man dazu sagen. Kommen wir zur zweiten Wave, wieder Bomben drauf, Angriffsverringerer drauf. Es hat ein Champ da vorne keine gekriegt. Resisted,
Da kommt noch ein bisschen Damage. Da kommt jetzt auch noch Damage. Jetzt kommt kein Damage. Und wir kriegen Bub. Jetzt kommt ein Damage. Wir kriegen eine Zusatzrunde. Und nochmal. Und wieder hier 14.000 insgesamt. Und unser AP ist ziemlich gut. Der Gegner hat einen Angriffsverringer. Das heißt, sie sind Damage-Healer, die auf Angriff basieren. Bis auf den zweiten von links. Also der jetzt ganz links ist. Das ist ein Defense-Held. Ansonsten hier easy peasy. Bomben ignorieren Defense. Gifte genauso. Machen immer den gleichen Schaden, da sie auf LP basieren. Die Bomben machen den Schaden basierend auf seinem Angriff. Und ihr seht, dass das Ganze ist, wir sind safe, wir sind schon beim Boss. Jetzt applyen wir noch ein paar Bomben, die droppen. Den ersten Stun kriegen wir, beim zweiten Stun ist jetzt Gift drauf. Und ab jetzt an ist der Boss sowas von ungefährlich, weil diese große Anzahl der Giftstacks führt dazu, dass auch dieser Stun, dieser große Hit, nicht mehr kommt. Ja. Also die Giftstacks-Reihe, seht ihr, die Giftleiste ist voll. Einfach von einem Champ. Ja. Wenn jetzt wird er gleich sehen, wenn er drankommt, dann schießt er gerade über diese den lilanen gefährlichen Bereichen, den Ding jetzt einfach mal drüber. Easy. Wirklich easy. Wie gesagt, bei 200, wenn er volle FPS anmache, nicht mit 60, dann läuft das Team etwa so 205 bis 150, je nachdem wie auch seine Damage triggern. Seht ihr, jetzt sind es im 203. Also meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Spielen kann man, wie gesagt, diesen Champion überall. Es gibt aber auch noch eine andere Variante, wie man ihn spielen kann. Man kann ihn voll auf Angriff spielen, dass man sagt, man gibt ihm im Prinzip... jetzt kann ich mal gucken, wo meine Ronda ist. Haben wir die überhaupt schon hier drauf? Hatten wir die auf dem Testserver schon? Ah, ich bin mir auch nicht sicher. Die haben wir auf dem Testserver gar nicht drauf. Dann gucken wir mal kurz bei Torvold, dann habt ihr bestimmt noch, also dieses Set zum Beispiel, wenn man jetzt das grausame Set nimmt und ihn richtig auf Angriff baut, dann kann man den, die Bomben, die dann da kommen, die machen natürlich dann richtig gerade Schaden, ne? Also das ist echt heftig und am Bossen macht er mehr Schaden. Dazu würde ich aber dann einen Guide machen, das Video würde jetzt einfach den ganzen Mist sprengen. Nur noch so weit, man kann natürlich dann auch das Ganze im Eisgolem laufen lassen, auch da nehmen wir jetzt einfach das gleiche Team, was wir eben hatten, da rein und können das laufen lassen. Wir können aber auch, wenn wir das Ganze mit Bomben auslösen machen, nur dass ihr mal seht, was für ein Fun man damit haben kann. Ich war da mal so frei und habe dann unsere Dicke equipped. Ja, und dann sagen wir, die soll auch erst Bomben applyen und soll sie danach auslösen. Also, und dann wird sie ebenfalls Bomben drauf machen und dann alle zusammen auslösen und dann kann man es sich einen sehr, sehr schnellen Run bauen, wenn man zum Beispiel keine Ziel hat. Oder. Ich kenne viele, die diese Dicke in ihrem Team haben. Und und dann ist Ratatouille angesagt, würde ich sagen. Jetzt pass auf, jetzt kommen die Bomben drauf. Ja. Er macht noch Bomben drauf, dann kriegen wir einen Angriffsverringer, dann war schön auch Damage machen. Jetzt pass auf, zack, die Bomben werden ausgelöst. Jetzt kriegen auch noch alle Gift. Das heißt, wenn die jetzt drankommen, dann sind dann was? Das ist einfach, da zack, zack, das geht das Ding. Also, was wollt ihr mehr? Jetzt seht ihr aber, die Bomben selber haben jetzt nicht komplett viel Damage gemacht. Das liegt daran, weil er noch auf den Regeneration-Set ist. Für so ein Team müsst ihr ihn auf Angriff bauen. Und dann droppen die Bomben so viel Damage auf die Gegner, dass die Gegner einfach wirklich instant umfallen. Also, die kriegen dann noch den Gift-Stack und wenn sie drankommen mit dem Gift, fallen sie um. Und das meiner Meinung nach, ist das sehr, sehr geil. Und das funktioniert sehr, sehr safe und vor allen Dingen auch wiederholbar, ja. Seht ihr, jetzt kriegen die Zusatzrunden und jetzt überleben die noch. Seht ihr, die haben jetzt zwei Striche. Wenn die Bomben den richtigen Schaden machen, kommen sie sauber durch. Und das würde ich dann euch aber zeigen in dem Guide. Da mache ich dann nochmal ein paar Beispiele zu, wie man diesen Champion ausstattet, wie man Masteries macht und so weiter. Ihr seht aber, wir kommen hier sauber durch, egal, selbst wenn es noch länger dauert. Ihr braucht dann im Schnitt zwischen 15 und 20 Sekunden pro Wave. Das ist sehr, sehr schnell für Bomben und vier Helden. Theoretisch, wenn er stark genug sei, könnte er auch Gorgobob weglassen und dann macht er den Boss dann den Rest alleine. Ja. Ich meine, er kann den Boss hier solo clearen. Easy peasy, er hat einen Angriffsverringer drauf, Bomben gehen drauf, die Bomben applyen Gift. Das ist perfekt bei dem Boss, was will man mehr, denn wenn Bomben zum Gift werden, bei Gift kriegt der Boss einfach extrem viel Schaden und Gift wollen wir auf dem Eisgolem und den Angriffsverringer auch. Also das läuft jetzt hier einfach noch eine Weile durch. Er kriegt selber, er hat Resistance, das heißt, er kriegt jetzt hier nichts ab. Da werden die Bomben ausgelöst. Oben, die ganze Lieberfleiß ist voll, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Wir kriegen jetzt nicht viel Schaden. So, bupp, nächstes Mal. Und nochmal. So, der erste ist weg, der zweite ist weg. Das kann man auch kombinieren natürlich mit Champions, die zum Beispiel Gift auslösen. Auch das funktioniert. Zum Beispiel ein Dark KL. Hier ein Dark KL rein.
Weltdarm Guide sehen, funktioniert super, einfach mit Dark Elder die ganze Zeit die Gifte auslesen, geht der Run bedeutend schneller als das jetzt hier. Ja. Also das Team läuft also 1,30, wenn man es Speed getuned hat und so weiter und mit Angriff spielt, läuft das Team 1,30 und das ist eine gute Zeit, die safe ist, muss man dazu sagen. Also, kurz und knapp, der Champ ist ein sehr, sehr geiler Gifter, hat eine sehr, sehr gute Performance, was Damage angeht. Also das unterschätzt, habe ich selber unterschätzt, dass das so hochstacken kann. Und das ist vor allen Dingen bei Bossen wie Bommel, wie der Greif im Doom Tower. Jeder Boss, der irgendwas mit Debuffs oder Debuff kritisch ist, ja, weil er wirklich Damage dadurch bekommt, ist vorbei. Schlecht funktioniert es bei der Spinne, da die Gift sozusagen extrem den Damage reduziert. Ansonsten sind alle Bosse drin. Bei Fire Knight kann man ihn theoretisch spielen. Man könnte mit der A1 die Bomben applyen und dann die Gifte mit jemand anders wie Dark KL auslösen. Er hat auf der 1 einen Triple Hit. Also auch das funktioniert. Das aber wiederum im Guide. Für wen ist dieser Champion jetzt? Wer jetzt zum Beispiel, ich bin der Meinung, man kann ihn auch in der Arena richtig spielen. Wenn man dort mit genug Genauigkeit spielt, kann man auch gegen Stoneskin Bomben setzen, die dann wiederum noch Gifte austiggern. Selbst wenn der Debuff entfernt wird. Also es gibt irgendjemanden in dem Team, der sagt, ich remove Debuffs. Der wird die Bomben removed, dann kommen die Giftstacks auf den Gegnern drauf. Und die können nicht resisted werden, nicht entfernt werden. Die sind dann drauf und bleiben da drauf. Wenn jemand Stoneskin hat, kriegt er diesen Poison Debuff natürlich dann trotzdem nicht. Nichtsdestotrotz ist ein gutes Kit. Jetzt kommt immer die Frage, ich habe jetzt ganz oft die Frage gekriegt, gestern und heute, weil ich habe leider das Video erst heute geschafft, wie schon gesagt. Wer diesen Champion machen sollte, alle. Punkt. Ist eine sehr gute Fusion. Lohnt sich in meinen Augen total. Ist wirklich ein geiler Champ. Macht Spaß zu spielen. Und auch am Necro, am neuen Boss funktioniert der wie gesagt, überall spielbar. Definitiv. Und vor allen Dingen während den Fraktionskriegen. Beim Boss, die Giftstacks, die da drauf macht, macht den Boss einfach mega easy. Durch einen Angriffsvarianten noch dazu einfach top. Gerade die Waves werden sich freuen. Ja. Also in diesem Sinne kann ich euch nur empfehlen, macht's, versucht's zu schaffen. Wir werden uns diese epischen Champs hier noch anschauen. Wer jetzt dann nicht schaffen sollte, die Fusion oder gerade so, achso, ist ja Testserver. Wer die Fusion bei den epischen noch festhängt und weiß nicht, ob es sich lohnt überhaupt, werden die epischen noch testen. Dann gibt es auch ein Video dazu. Und dann könnt ihr euch dann selber entscheiden, ob ihr dann auf den Leggy geht oder ob er sagt, ihr nehmt dann bloß einen epischen mit, wenn er die Fusion nicht schaffen sollte. Also in diesem Sinne, lasst mich wissen, schreibt es in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder am Stream. Sandra Farbstoff, ciao, ciao.